Hallo ihr Lieben, ich möchte heute den Anlass nutzen und euch per Video meinen bevorstehenden Kongress kurz vorstellen. Das Programm steht jetzt und ich möchte euch heute meinen Kongress Aufbruch ins neue Bewusstsein. Das ist jetzt mein dritter Kongress, wo ich mache. Der Kongress findet am Samstag, den 27. Mai 2023, das ist das Pfingstwochenende, wieder bei uns im Dorf, im Gasthaus Löwenstadt, bei der Familie Mahle. Eintritt diesmal 60 Euro. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz mein Kongressprogramm vorstellen, was ihr an diesem Tag erwarten könnt. Um 8:30 Uhr ist Einlass und Kartenverkauf. Wir werden also auch diesmal keinen Kartenvorverkauf machen. Schreibt uns einfach eine E-Mail und lasst euch den Platz reservieren. Dann tragen wir euch auf die Anmeldungsliste ein und dann könnt ihr dann am Samstag, am Kongresstag ab 8.30 Uhr ist die Kasse geöffnet bei meiner Frau und bei meiner lieben Karin, euch das Eintrittsbändchen holen. Und dann ist für euch auf jeden Fall der Platz reserviert. Um 9.45 Uhr starten wir pünktlich mit Begrüßung der Gäste. Werde ich die Gäste begrüßen und ein bisschen was erzählen, wie der Tagesablauf ist, mit dem Essen und mit den Getränken. Dann als allererster startet Peter Denk mit seinem Kongress. Ich glaube, zum Peter Denk brauche ich nicht viel sagen. Er ist im Moment sehr bekannt durch seine viele Auftritte, die er hat und viele Interviews, wo er macht. Ich denke, zu Peter Denk brauche ich nicht viel sagen. Er ist immer sehr zeitnah an der Geschichte dran und was mir beim Peter Denk super gefällt, er zeigt nicht nur auf, was alles schief läuft in dieser Welt, sondern gibt auch Lösungen auf, wie gehen wir mit der Situation um. Und sein Vortrag an dem Tag wird sein, die Krise, na und? Die alte Welten, das System lösen sich auf, die Krise hat begonnen und wird uns alle auch tangieren. Das ist wohl richtig. Viele Menschen stellen sich nun die Frage, was wird noch passieren? Warum muss das passieren? Warum muss das mir passieren? Der Vortrag zeigt einige Ansätze auf und liefert die Gründe für die notwendige Veränderung, die eine Krise aber auch eine große Chance darstellen. Und genau das ist der Punkt. Der Vortrag von Peter habe ich 2 Stunden eingeräumt. Um 12 Uhr haben wir dann Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr. Und dann kommt der Vortrag von Gabriele Schuster-Haslinger, Himmel und Hölle. Könnt ihr bei mir auf dem Verlag schon mal schauen. Ich habe das Buch bei mir auch im Programm und ich kenne die Gabriele Schuster-Haslinger nun auch schon ein paar Jahre. Sie war auch schon mal Gastdozent bei mir vor ein paar Jahren auf dem Kongress. Sie macht auch immer sehr gute, fundierte Vorträge. Ihr Thema wird sein, zum Buch natürlich, der Vortrag, was sie da im Buch verarbeitet hat. Wir befinden uns am Scheidepunkt der menschlichen Entwicklung. Wie sieht die Welt im Jahre 2050, beispielsweise 2100, aus, wenn wir weiterhin alle Entscheidungen der weltweiten Regierungen akzeptieren? Beispielsweise, wie sieht sie aus, wenn wir uns für eine liebevolle und mitmenschliche Weiterentwicklung entscheiden? Ganz wichtiger Punkt. Hören und sehen Sie in diesem Vortrag, wie diese beiden Möglichkeiten aussehen könnten. Das heißt also, auch hier haben wir wieder die Wahl. Es gibt definitiv 2 verschiedene Zeitlinien. Und wir entscheiden jetzt, und zwar genau jetzt, welche Welt wir erschaffen wollen und auf welcher Zeitlinie wir uns weiter bewegen werden. Danach ist dann 1 Stunde Kaffeepause. Ich habe grundsätzlich immer nach jedem Vortrag 1 Stunde, Mittagspause 1,5. Damit ihr euch einfach untereinander auch austauschen könnt und vernetzen könnt. Weil das ist jetzt das fundamental Wichtige, dass sich die Seelenfamilie wirklich finden. Dann geht es weiter.
Um 16 Uhr freue ich mich, dass ich Michael Eckert vor den Vortrag, er kommt aus Österreich, uns verbindet auch schon eine lange Freundschaft. Vor über 10 Jahren war ich bei ihm und habe einen Vortrag im Mühlviertel gemacht über Aldebaran, die Rückkehr unserer Ahnen im sogenannten mystischen Mühlviertel. Und als ich fertig war mit dem Vortrag, das nochmals als kleine Anekdote, kam ein Gast aus dem Vortrag und sagte, es ist jetzt gekommen, jetzt machst du hier im mystischen Mühlviertel einen Vortrag über Aldebaran, die Rückkehr unserer Ahnen. Und sein Onkel, Professor Stadler, hat jahrzehntelang die Teufelssteine untersucht. Und da sind wir natürlich Luftlinie vom Vortragsort, gerade mal ein paar Kilometer weg, sind wir natürlich am nächsten Tag hin. Und da steht tatsächlich ein Hinweis auf Aldebaran, dass das ein Kraftplatz ist. Also ihr seht schon, man wird immer zur richtigen Zeit, zur richtigen Orte geführt. Ja, und Michael Egger ist auf der politischen Ebene, aber für die neue Zeit sehr, sehr aktiv, sehr engagiert. Und sein Vortrag an dem Tag, der geht auch 1,5 Stunden, wird sein, die Neugeburt einer freien Gesellschaft. So erschaffen wir eine neue Zeitlinie. Die Wunder-App für lokalen Wohlstand und Sicherheit. Technologie der Zukunft, Schritte in die nächste Dimension. Also ich bin auch gespannt auf Michael, und wie gesagt, wir können uns schon über ein paar Jahre, ich war jetzt auch in Linz hinter beim Gipfeltreffen, da haben wir auch schon bestimmte Menschen an sich da getroffen, was können wir jetzt tun, um die neue Zeit, die neue Zeitlinie zu manifestieren. Das ist ja auch irgendwo mein Hauptthema. Dann haben wir wieder eine Stunde Pause, wo ihr euch wieder austauschen könnt. Und dann kommt Bernd Huber, diesmal mit einer Buchlesung aus seinem neuen Roman Blutbann. Da bin ich gerade dabei, den Roman zu lesen. Ich kann euch jetzt schon im Vorfeld versprechen, hochaktuell, an der aktuellen Zeit dran. Nach seinem Debütroman Brembo spinnt der Autor nun ein Szenario für die nächsten Jahre. Bereits auf den ersten Seiten begibt sich der Leser auf eine furiose Geisterbahn, die von obskuren Hintergrundmächten, skrupellosen Pharmaverschwörung, Science-Fiction und spirituellen Weisheiten überquillt. Das Beängstigende. Alles könnte wahr sein. Rainer Feischle, Verleger. Das ist tatsächlich so, also es war auch bei Brembo so, wo ich gesagt habe, wow, ich finde beim Bernd seine Romane einfach immer interessant. Er zeigt zwar auf, was hier schief läuft, aber es spielen dann immer die lichtvolle Kräfte im Roman wieder, wo die Gegensteuern. Also er wird eine halbe Stunde eine Lesung abhalten auf seinem Buch, dann könnt ihr gerne nachher bei ihm zu ihm an den Bücherstand gehen und euch, wenn euch das anspricht, den neuen Roman dann gleich signieren lassen und könnt ihn auch dann noch Fragen stellen. So, und um 19 Uhr werde ich noch einen Vortrag machen, das wird Premiere sein. Ich bin schon dabei. Ich habe ja noch ein paar Monate Zeit, meine Präsentation schön vorzubereiten. Das wird also Premiere. Vortrag von mir, die Transformation der neuen Erde. Und anschließend, vielleicht so 45 Minuten, werde ich euch am Ende des Kongresstages so meine Wahrnehmung versuche in Form einer Präsentation zu übermitteln, was ich so spüre, was so in den nächsten Jahren ganz, ganz wichtige Punkte für uns sein werden, wo die Reise hingeht, was jetzt so auf der energetischen Ebene passiert. Und das natürlich, wer meine Vorträge kennt, weiß, dass ich immer gern mit Bildmaterial arbeite, weil Bilder sind einfach die Sprache der Seele. Und wenn ich von der Neugeburt der Erde spreche und ich euch das bildlich noch zeige, wie aus der alten Erde eine neue Erde erschaffen wird, dann hat es natürlich eine ganz andere Ausdruckskraft. Und wie gesagt, ich bin selber gespannt, bin gerade dabei, an der Präsentation zu arbeiten. Und ja, das wäre es dann. Um 20 Uhr sind wir dann, ist so geplant, dass wir mit dem offiziellen Teil vom Kongress dann fertig sind. Und dann könnt ihr gerne noch ein bisschen im Saal sitzen bleiben und euch noch ein bisschen austauschen.
Es ist wieder das Pfingstwochenende. Ich werde dann auch nachher im Video noch unten die Links eingeben, wo ihr das ganze Kongressprogramm noch auf der Homepage nachlesen könnt. Und da sind dann auch Pensionen und Hotels in der Nähe für diejenigen, die möglicherweise von weiter hier anreisen zum Kongress. Ich kann euch wirklich empfehlen, meldet euch rechtzeitig an, weil, wie gesagt, wir haben in dem Saal noch Platz für 150 Gäste. Die letzten zwei Bewusstseinskongresse, wo ich organisiert habe, waren relativ rasch ausverkauft. Ich denke, auch diesmal wird es relativ rasch wieder voll werden. Ich kann nur so viel sagen, ich freue mich riesig auf euch wieder, wenn er kommt. Es wird wieder ein toller Tag werden, energetisch werden wir wieder am Schluss wieder Lichtsäule aufbauen und uns noch mit Mutter Gaia, die braucht jetzt unsere Unterstützung, verbinden. Ich freue mich auf euch und meine Frau und ich und meine Hundis, wir freuen uns auf euch bis zum 27. Mai. Ich wünsche euch bis dahin eine gute, erfüllte Zeit. Geht nicht in die Angstthemen rein, denkt einfach daran, alles wird gut. Euer Rainer, danke euch.